Hat er sich selber ein Bein abgetrennt? Habe ich das gerade richtig verstanden? Oder interpretiert? Ich weiß. Oh Gott. Ich war gerade eben noch so total geflasht von dem, was passiert ist. Und ich glaube, die haben jedes Mal, wenn wir hier gerade eben so einen Stuhl weggeschubst haben, hat die sich verspielt, diese Geisterpräsenz. Und daraufhin sind Dinge passiert. Schön hergerichtet, aber ich glaube, wir müssen hier so wieder raus jetzt. Wie kommt man auf die Idee, sich quasi so zu verstümmeln und daraus seine Farben und was weiß ich was zu konstruieren? Unser Raum. Der. Es wurde umdekoriert. Es wurde definitiv umdekoriert. Schauen wir mal, was wir jetzt für Bilder haben. Ich glaube, da kam seither nichts dazu, ne? Habe ich bisher keine Bilder mehr gefunden? Offensichtlich nicht. Entweder schaue ich nicht recht genau nach oder. Naja, immerhin sammeln wir die Dinger hier. Also entweder schaue ich nicht gut genug nach oder die Dinger kommen alle noch. Moment, verdammt. Habe ich es nicht getroffen gehabt. Ist wahrscheinlich wieder nichts Besonderes drin. Nee, bis jetzt nicht. Nope. Ich hasse selbst jetzt, verloren, alleine, hoffnungslos. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis. Beende es. Kann das sein, dass das immer wieder andere Worte sind desselben Textes und man müsste die eigentlich zusammensetzen? Ich weiß halt nicht mehr, was bei den anderen dran stand. Das macht es gerade ein bisschen schwer. Und hier haben wir irgendwie noch nichts weiteres gefunden, aber die eine weitere Tür fehlt. Daraus wird irgendwie jetzt eine ganz, ganz groteske, knochenfleischartige Gestalt. Ah! Das nächste geöffnet. Ich musste das Fleisch vom Knochen. Bleibt doch offen. So. Ich musste das Fleisch vom Knochen lösen. Anfangs war ich verloren. Wusste nicht wie. Doch dann sägte ich es mit einer Handsäge ab. Ja, das haben wir gerade eben schon gelesen gehabt. Ich habe so einen leisen, bösen Verdacht, dass das unser eigener Beinknochen sein könnte. Was steht denn da? Was, wenn du scheiterst? Gute Frage. Wir wissen ja noch nicht mal so hundertprozentig, was es hier hinausläuft. Zunächst mal wieder auf einen Gang. Der dunkel ist. Was? Und was wäre jetzt gewesen, wenn ich da hingerannt wäre? Was steht da? Ignoriere sie. Ach du Kacke. Kann man eigentlich sterben in dem Spiel? Es hat geheißen, ignoriere sie, also ignorieren wir sie. Ist vielleicht besser, oder? Besoffen?
Im Delirium. Egoistisch. What? Aha. Ein Typ mit zwei Messern und einem kleinen Pferd. Ich will hier raus. Mir läuft schon wieder eiskalten Rücken runter, ey. Ich glaube, was hier auch immer tobt, es hat was mit der Tochter zu tun. Ein Teddybär. Einfach vorbeilaufen. Was zur Hölle? Da krabbelt wohl wieder eine Ratte vorbei? Ich dachte gerade, ist das eine CD? Aber nee, das kann ja nicht sein. Kinder tun sowas. Hier ist schon wieder versperrt, aber diesmal auf der anderen Seite. Warum? Warum ist da versperrt? Der Groteskheit willens? Man weiß es nicht. So, Moment. Da ist ein Bild. Ein Bild, das offensichtlich von jemand oder ein Foto, das von einem Kind aufgehübscht wurde. Wir haben es wohl genommen. Zigarrenkiste und Zeug. Ein Heiratsleitfaden. Kinder in der Ehe. Eheratgeber. Erwarte das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für Ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug, Volume 1 und 2. Gut, ja, da muss wohl jemand für sich Werbung machen. Solche Sprüche gibt es ja heute auch. Noch. Da war doch gerade eben noch ein Gang. Schön. Links und rechts gucken, man weiß ja nicht, was kommt. Was? Quietsch? Der Schrank war vorher auch ein bisschen anders. Da ist, hängt doch irgendwas. Klopft was ans Fenster. Hä? Das war doch gerade alles noch real. Das ist doch... Jetzt ist es nur noch aufgemalt. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Okay. Das sind Kinderschuhe. Bisschen nicht aus unserer heutigen Zeit, aber das sind Kinderschuhe. Die Frau hat wohl diese Kinderschuhe gekauft, ohne zu wissen, welchen Geschlechts das Kind sein wird. Es bleibt sympathisch wie eh und je. Hier kann ich nichts gut gehen.
höre so ein ständiges Herzschlagen. Ich habe so das Gefühl, das Kind hat... Da ist ein Bild dahinter. Okay. Erstmal runterschlucken. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stelle. Entschuldigung. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellen, Haare, nicht meins, wo ist die Schere? Hat wohl sich jemand den Kopf rasieren wollen. Da ist auch noch was. Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Wir haben uns wohl offensichtlich nicht besonders gut um unser Kind gekümmert. Ja. Ein gemaltes Feuer, das brennt und prasselt. Intensiv sogar. Erinnert mich so ein bisschen an Edgar Allan Poe. Das schlagende Herz. Bloß in dem Fall ist es irgendwie zerrissen. Und wabert. Da hat wohl jemand ein Damenspiel ruiniert? Nichts. Und was ist da? Auch nichts. Müssen wir jetzt diese Dinger da sammeln oder was? Figuren. Nee, da war nur eine Figur, so wie es aussieht. Das ist noch eine Figur. Was? Müssen wir jetzt spielen? Nee. Ich kann da nichts machen. Mir fällt da gerade nicht mehr viel ein. Da ist wieder dieses weinende Mädchen. Und sie hat da ganz, ganz grotesken Aufbau hingestellt. Boah, wie das wabert. Oh, da steht was. Meine Liebe, kannst du mich hören? Also ich trau mich da nicht rein. Ich will lieber da lang. Das sah gerade eben nicht so gesund aus, da reinzugehen. Hinter unseren Rücken redend. Alles so mit diesem Kinderzeug vollgekritzelt. Dieses Bild hat gerade anders ausgesehen. Aha.
sollte aufhören, mit solchen Sachen zu spielen. Kann ich es umschubsen? Nee, kann ich nicht. Okay. Weiter geht's. Ich bin echt schon voll des Nervenbündel. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, ist das schön friedlich. Ach, einfach nur ein Schrank mit Büchern. Ist das nicht schön? Ja, den finde ich auch schön. Diesen Schrank mit Büchern? Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Habe mich wohl geirrt. Nochmal derselbe Raum. Ein bisschen mehr bemalt, so wie ich den Eindruck habe. Noch mehr Stifte. Meine Güte. Mhm. Was? Warum fliegen die Stifte jetzt hier und ich kann sie rumschubsen? Ich mache es halt immer auf, das ist ein Reflex. Außer Mangelung an Alternativen. Nennt es eine Übersprungshandlung, mein Gott. Was passiert jetzt? Jetzt ist wieder sauber. Na? Wieder nix. Also wie oft sie diese Auszeichnungen hier haben. Dieses komische Kreuz. Nee, nix. Und nix. Hm. Was hat es mit dieser Puppe jetzt gerade eben auf sich gehabt? Ach, los. War halb grün. Wow. War doch nicht halb gruselig. Shit. Lass mich raus. Ich will raus. Scheibenkleister. So, komm, mach uff. Ich will nicht zu dieser Puppe. Oder zu dieser hier. Ich weiß jetzt schon, dass das eine ganz blöde Idee ist. Oh, ich bin schon ganz verkrampft, ey. Was ist denn das da? Ach, schön. Eine Verzierung. Oh Gott, da sind auch Puppen drin und es geht von alleine auf. Die war doch gerade eben noch nicht da, oder? Die war doch gerade auch noch... Hey! Was? Lass den Quatsch! Lass den Quatsch, ihr Puppen! So, ist der Papa zu Hause, macht die Tür zu. Er kann die Tür nicht zumachen. Hä? Ich muss in die andere Richtung drehen. Was hat es mit den Puppen hier auf sich? Was muss ich jetzt hier machen? Sind die da so reingesteckt?
Was? Das ist nicht gut. Okay. Die Tür ist weg. Schütteln, dieses Gefröstle jetzt überall.